Vor 7 Jahren habe ich auf einem Schlachtfeld alles verloren, woran ich geglaubt habe. Jedes Mal, wenn ich in den Kampf zog, starb ein Stück meiner Seele. Ich bin längst kein wirklicher Mensch mehr, sondern nur noch eine Kampfmaschine. Jutta? Melde dich, Jutta! Ich orte ein Ziel in deiner unmittelbaren Nähe. Ich habe es markiert, also Kampftrupps vernichtet die gegnerische Flugabwehr. Aber das ist doch unmöglich. Da sind immer noch Ziele übrig. Vernichtet sie alle! Wir sind also bloß Bauern in einem komplexen Schachspiel, das über das Schicksal der Welt entscheidet, richtig? Aber welcher Spieler hat denn so viel Glück, dass er das Schicksal selbst matt setzen kann? Damals war das Schlachtfeld das einzige, was ich von der Welt kannte. Und die Stimme, die mir meine Befehle gab, war das einzige, an das ich glauben konnte. Jutta, bitte kommen. Hier spricht Jutta. Erwarte Ihre Befehle. Sehr gut. Dies wird deine erste echte Schlacht. Erfülle diesen Auftrag und beweise mir damit, dass deine Ausbildung nicht umsonst war. Ich werde mein Bestes geben. Als erstes vernichtest du alle Hindernisse, die den nachfolgenden Trupps gefährlich werden könnten. Dann legst du an der markierten Stelle eine Bombe. Was ist los? Hast du ein Problem? Los! Tu es! Was ist los? Hast du ein Problem? Los! Tu es! In Ordnung. Jetzt halte dich aus dem Sprengradius raus. Gute Arbeit. Diesmal benutzt du einen Stapel zum Sprengen. Einen Stapel? Eine Sprengtechnik, um mit mehreren Sprengsätzen mehr Schaden anzurichten. Wenn du sie einsetzt, drücke den Knopf 2-mal. Dann mach, dass du weit genug wegkommst. So, das sollte reichen. Vorsicht, Jutta. Da vorne nähert sich eine gegnerische Einheit. Greife sie mit der Zusatzausrüstung an, die wir abgeworfen haben. Zerstöre den Container und bring die Erfassungseinheit zurück. Gegner in der Nähe! Okay, hör zu. Ich erkläre dir, wie man die Erfassungseinheit benutzt. Halte zuerst den Z-Knopf gedrückt, dann erscheint das Visier. Erfasse den Gegner im Visier. Du hast dem Gegner gerade eine Bombe untergeschoben. Drück den Zündknopf. Gut gemacht. Sammle das Zeug auf, das er fallen gelassen hat. Das hier ist ein sehr empfindlicher Flüssigkampfstoff. Wenn du ihn zusammen mit deinen Bomben einsetzt, ergibt das stärkere, tödlichere Explosionen. Schau dir das Fenster neben deiner Lebensanzeige an. Du siehst, momentan ist Napalm ausgewählt. Drücke den Knopf und setze es ein. Das reicht. Wenn du verschiedene Flüssigkampfstoffe hast, kannst du mit dem Auswahlknopf zwischen ihnen umschalten. Vergiss nur nicht, dass dein Vorrat begrenzt ist. Lösche dieses letzte Hindernis alleine aus. In Ordnung. Los jetzt. Wir haben eine weitere Gruppe von Gegnern geortet. Eine große diesmal. Wenn du den Sprungknopf schnell 2-mal drückst, aktivierst du den Burst Drive. Setze ihn sorgsam ein, um dich durch ihre Angriffe zu schlagen. Verstanden.
Wo bin ich denn hier? Das ist ein gegnerischer Stützpunkt. Brenne die gesamte Anlage nieder. In Ordnung. Das sind ja... Aber ich dachte, hier gäbe es nur Soldaten. Diese Leute, das sind ja Zivilisten. Beruhige dich, Jutta. Brenne alles nieder. Aber... Das ist ein Befehl. Verstanden, Sir. Jede Nacht wache ich aus demselben Albtraum auf. 7 Jahre ist es her. Und trotzdem quäle ich mich immer noch. Jutta? Jutta, bist du da? Du hast doch den Autopiloten eingeschaltet, oder? Ja. Dann komm hier runter zur Landefähre. Ich versuche, den Albtraum zu verdrängen, indem ich einfach weiterkämpfe. So wie heute. Wir kommen gleich in den Abwehrbereich der Dante. Hier die Freund-Feind-Kennung. Sie sendet gegnerische Codes, um ihre Sensoren zu täuschen. Dann werden 6 Kampftrupps eindringen. Natürlich nur, wenn wir nah genug rankommen. Unsere Codes sind perfekt. Wenn wir uns auf diese Codes verlassen können, warum schicken Sie dann keine Elite-Einheit da rein? Was meinst du, Jutta? Meine einzige Pflicht ist die Vernichtung meines zugewiesenen Ziels. Der Rest interessiert mich nicht. Du kannst es gar nicht erwarten, endlich den ganzen Laden hochzujagen, was? Hämmer dir das in deinen Schädel. Wir sind wegen Hornet hier. Unser Ziel ist nur der Schutz unseres Planeten. Verzeihung, wir sind also bloß Bauern in einem komplexen Schachspiel, das über das Schicksal der Welt entscheidet, richtig? Aber welcher Spieler hat denn so viel Glück, dass er das Schicksal selbst matt setzen kann? Wir sind im Abwehrbereich der Dante. Erkennungscode senden. Jutta! Melde keine Schäden an der E-Einheit. Beginne mit der Operation. Ah! Wir stecken tief drin, Amri! Die werden alle abgeschossen! Aber wie haben die unsere Erkennungscodes durchschaut? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Gib mir Befehle. Dazu bist du schließlich hier. Ja, ich weiß. Kampftrupps, zerstört alle Flugabwehrgeschütze. Bestätigt.
In der Kiste vor dir findest du einen E-Chip zum Aufrüsten der E-Einheit. Zerstöre die Kiste und nimm dir den E-Chip. Da stehen Generatoren neben dem Strahltor. Zerstöre sie. Zielobjekte in der Nähe. Das Ziel sollte deutlich markiert sein. Die Landefähre der dritten Kompanie ist schwer beschädigt. Verdammt, wir haben auch nur Pech. Michino, hör auf zu jammern. Die sechste Kompanie ist ausgelöscht. Wie kann denn sowas passieren? Tim, hör auf rumzuheulen. Aber so sind wir bald erledigt. John! Ziel noch immer nicht zerstört. Vernichtet alles. Sieht aus, als wären alle Flakgeschütze in diesem Sektor ausgeschaltet. Der markierte Bereich ist unser nächstes Ziel. Folgt der Markierung und macht euch auf den Weg. Das ist unglaublich. Flak auf Beinen. Ich schalte die Ziele aus. Haltet Abstand. Ziel wurde vernichtet. Ich habe nichts mehr von Benoit gehört. Empfängst du ihn? Nein. Verstehe. Auf jeden Fall müssen wir einen Weg suchen, reinzukommen. Ich erledige diesen Kerl! Du hast gerade dein Todesurteil unterschrieben. Du bist tot. Darauf kannst du dich verlassen. Ich empfange eine starke Energiekennung vor uns. Das Ding wird gleich schießen. Verschwinde da! Lieutenant, Meldung. Sie wurden erschossen. Das ist mein braver Jutta. Benoit? Ich habe zugesehen, wie du kämpfst, habe dich in Action beobachtet. Du gehörst wirklich auf das Schlachtfeld. Was soll das heißen? Das wirst du schon noch rausfinden. Wir sehen uns wieder. Was? Soll das heißen, dass Hornet-Kampftrupps an Bord meines Schiffes gelangt sind? Na gut. Auf Alarmstufe Gelb gehen, Eindringlinge sofort ausschalten. Was glaubt diese Idiotenbande eigentlich, was ein paar lächerliche zweibeinige Würmchen gegen die Dante ausrichten können? Bitte kommen, Jutta. Kannst du mich hören? Jutta! Jutta! Du brauchst nicht zu schreien, ich höre dich ganz gut. Du hättest dich sofort melden sollen. Jetzt hör aber auf! Wir hatten alle Hände voll damit zu tun, uns die gegnerischen Einheiten in einem völlig durchsiebten Schiff vom Hals zu halten. Ich will nur einen Lagebericht, keine Heulgeschichte. Alle Kampftrupps außer uns wurden erledigt. Und ich habe den Kontakt zu Benoit verloren. Tim und John reparieren die Landefähre. Währenddessen versuchen Michino und ich, in ihr System einzuhacken. Wenn ihr da überhaupt eine Chance haben wollt, muss das System zeitweise abgelenkt sein. Und da kommen meine Fähigkeiten ins Spiel, richtig? Das Kraftwerk sollte gleich hinter diesem Bereich liegen.
Deine momentane Position ist etwa 100 Kilometer von deinem geplanten Landepunkt entfernt. Du musst also noch einmal die Landefähre benutzen, um dorthin zu kommen. Vernichte alle gegnerischen Kondensatoren in diesem Gebiet. Ich beginne mich reinzuhacken, sobald die Energiezufuhr zum Sicherheitsnetz unterbrochen ist. Die verbleibenden Ziele befinden sich auf der Ebene über dir. Such dir einen Weg, wie du darauf kommst. Tim und die anderen sind fertig mit der Reparatur der Landefähre. Sie kommen jetzt zum Katapult. Beeil dich! Zerstöre diese Kondensatoren, Jutta! Ziele wurden vernichtet. Okay. Ich beginne jetzt, mich in das Sicherheitsnetz reinzuhängen. Anri hier. Ich bin drin. Ich öffne die Schleuse vor dir. Also verschwinde aus dem Gebiet. Die Hardshells müssten gerade in der Wartungsphase sein. Zerstört sie so schnell wie möglich. Die sind aktiv. Ein Hinterhalt? Aber das ist unmöglich. In Ordnung. Ich kümmere mich oben um alles. Und was euch angeht, rein mit euch! Sieht aus, als hätte ich keine andere Wahl. Ich dachte, die Hardshells wurden repariert. Ich habe mich in das Sicherheitssystem eingehackt. Meine Sabotage hätte perfekt sein müssen. Anri, wir haben mächtigen Ärger. Wir haben uns entdeckt. Geht in Deckung, sofort. Geht nicht, wir sind völlig umzingelt. Wie wär's mit einem Händchen hiervon? Verdammt, das tut weh! Das vergesse ich euch nicht! Die hängen an uns wie die Kletten! Könnt ihr sie nicht abschütteln? Ich kann keinen Schub mehr geben! Verdammt! Runter! Tim, alles okay bei dir? Im Moment schon. Jutta, wir brauchen deine Hilfe. Schnell! Mein Auftrag lautet, das Schiff zu zerstören. Ich bin hier nicht auf einer Rettungsmission. Das glaube ich einfach nicht. Ist dir denn sogar egal, was aus deinen Partnern wird? Hör zu, Jutta, das ist ein Befehl. Du begibst dich sofort zur Landefähre und hilfst deinen Kameraden. Verstanden. Ah! Tim, öffne die Schleuse. Ich halte sie hin. Hey, das sind Hardshells da draußen. Oh Mann, er ist schon weg. Oh nein! Unsere Schilde sind runter auf 60%! Schilde sind runter auf 40%! Das ist doch hoffentlich ein Scherz! Schilde auf 20%! Wir haben hier echt Ärger, Leute! Bitte, lieber Gott, rette mich! Ich verspreche auch nie wieder was zu stehlen! Der Interrapid ist direkt vor dir. Sei vorsichtig. Hier ist niemand. Der Interrapid ist ein vollautomatischer Frachtzug. Sogar das Be- und Entladen geschieht automatisch. Even the loading and unloading is automated. Das heißt, ich kann Anhalter spielen und bis in den Zentralbereich mitfahren.
Lieutenant, gibt es etwas Neues von Benoit? Nein. Ich habe mehrfach versucht, ihn zu erreichen, aber er antwortet nicht. Weißt du irgendwas Neues über ihn? Nichts. Begebe mich jetzt zum Interrapid. Je weiter ich komme, desto strenger wird die Überwachung. Ich habe alles getan, was ich konnte, um das Sicherheitssystem lahmzulegen. Was denn? Kein Perfekt diesmal? Du hast einen ziemlich verkorksten Charakter. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Na gut, es stimmt ja. Sie haben die Codes durchschaut und uns in einen Hinterhalt gelockt. Aber jede einzelne Entscheidung, die ich getroffen habe, war aufgrund der Simulation die richtige. Alles aufgrund der Simulation, wie? Was denn? Glaubst du, deine ganze Kampferfahrung macht dich zu etwas Besonderem? Bist du wirklich so stolz darauf, Leute umzubringen? Ich wollte dir nur sagen, ich bin zum Militär gegangen, weil ich den Frieden auf unserem Planeten sichern wollte. Stolz? Ich bin nie stolz darauf, wenn ich etwas zerstört oder jemanden getötet habe. Das ist alles, was ich gelernt habe. Ich wusste nie, dass ich noch eine andere Wahl hatte. Hör mal, Jutta, ich... Jutta, raus da! Henri? Unsere Verbindung war unterbrochen? Jutta, wie fühlt sich das an? Benoit? Macht dich das nervös, dass du deinen Kommandeur verbunden hast? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du bist nur jemanden losgeworden, der dich mit seinen Gefühlen eingeschränkt hat. Komm schon, Jutta. Schneid dich von der Leine los. Wecke deine Killerinstinkte und werde wieder zu dem Kämpfer, der du in Wirklichkeit bist. Oh Gott, wie beunruhigend. Willst du deine Freunde auch verbrennen? Michino, solltest du nicht unserem Lieutenant helfen? Ja, aber sie ist gefangen genommen worden. Schau mich nicht so drohend an. Ich konnte wirklich nichts dagegen tun. Wo haben sie hingebracht? Erzähl mir jetzt nicht, du willst sie befreien. Hey, du machst dir doch nicht etwa Sorgen um diese hochnäsige Schnepfe, oder? Wir brauchen einen Kommandeur, um diesen Auftrag durchzuziehen. Ach, wirklich? Na gut dann, Jutta. Ich schätze, ich kann dir verraten, wo Henri festgehalten wird. Aber im Gegenzug musst du auch etwas für mich tun. Hundert Mannschaftsmitglieder leben in diesem Wohnbereich. Darum hat der Sektor seine eigenen Luftaufbereitungsanlagen. Wenn ich sie zerstöre, müssen dann nicht 1200 Leute erstehen. Immer mit der Ruhe, die werden alle überleben. Die Notversorgung schaltet sich automatisch ein. Aber das Ganze erzeugt einen riesen Aufstand. Und dann nutzt du die Verwirrung aus und fliehst. Genau. Verlasse mich auf dich, Jutta. Du hast es geschafft, Jutta. Der gesamte Wohnbereich ist in heller Panik. Diesmal mache ich dich fertig. Thank you.
Wo ist der Lieutenant? Ah, nicht so schnell. Verlass erstmal das Gebiet da. Da ihr diese Eindringlinge noch immer nicht vernichtet habt, bleibt mir keine andere Wahl. Ich kann nicht glauben, dass es so weit gekommen ist. Unsere beste Einheit losschicken. Verschlüsselter Einsatzbefehl an Blue Mist. Verdammt nochmal, Michino. Kennst du keine bessere Abkürzung? Dieses Geräusch. Feindeinheiten. Vorhut ist ausgelöscht worden. Wer konnte die besten Männer von Blue Mist so schnell ausschalten? Immer mit der Ruhe. Wir müssen nur so kämpfen, wie wir das immer tun. Beobachten Sie weiter das Ziel. Beim nächsten Mal erledigen wir ihn. Das ist der Arrestbereich. Hier steckt der Lieutenant. Henri. Hey, reiß dich zusammen. Jutta? Der Gegner wird bald hier sein. Ich kann es kaum glauben. Ich hätte nie gedacht, dass du herkommst, um mich zu befreien. Unser Einsatz ist ohne den Kommandeur zum Scheitern verurteilt. Eine rein praktische Entscheidung also. Kommandeur, ja? Ist ja wohl ein Witz. Den Titel verdiene ich wirklich nicht. Welcher Kommandeur lässt sich denn einfach so gefangen nehmen? Ich bin kein guter Anführer. Ich geb's auf. Vor 7 Jahren habe ich auf einem Schlachtfeld alles verloren, woran ich geglaubt habe. Jedes Mal, wenn ich in den Kampf zog, starb ein Stück meiner Seele. Ich bin längst kein wirklicher Mensch mehr, sondern nur noch eine Kampfmaschine. Aber ich glaube nicht, dass du mir auch nur entfernt ähnlich bist, Henri. Wenn du irgendwas beschützen willst, irgendetwas retten willst, brauchst du mir nur den entsprechenden Befehl zu geben, mich in den Kampf zu schicken. Jutta! Dein nächstes Ziel sind die Biowaffen, die hier entwickelt werden. Verstanden. Werde alle Biowaffen samt Zuchtanlage zerstören. Was zum...
Die Anlage ist zerstört. Was zum Teufel ist da passiert? Sei vorsichtig. Ich empfange biologische Signaturen. Eine Biowaffe. Sie muss aus der Zuchtanlage entkommen sein. Ich habe mich um die biologischen Waffen gekümmert. Warte mal. Ich empfange hier noch eine gewaltige Biosignatur in deinem Bereich. Ich sehe, du kannst dich richtig austoben hier. Wie fühlt sich das an? Erinnert dich das an deine Zeit bei Tarakan? Erinnert dich das an deine Zeit als Schlechter? Wer bist du? Die Party kann gleich losgehen. Und dann wirst du zweifellos das andere Gesicht entdecken, das sich hinter der Dante versteckt. Von wem kam dieser Funkspruch? Ich bin unterwegs zur Brücke. Öffne die Schleuse. In Ordnung. Ich habe mich in den Transportlift gehackt, der direkt zur Brücke raufführt. Fahr mit bis nach ganz oben. Noch leid tun, was du mit unseren Kameraden angestellt hast. Wir dürfen doch gegen diesen Kerl nicht verlieren. Hier lang. Was ist los? Ich bin noch nicht ganz oben. Ich wurde angegriffen und habe die Kontrolle verloren. Halte sie auf, bis ich wieder online bin. Der Transportlift funktioniert wieder. Ich starte. Diesmal entkommst du mir nicht. Oberst, es tut mir leid. Du hast also meine Männer ausgelöscht. Ich weiß nicht, wer du bist und es interessiert mich auch nicht. Aber eines ist sicher. Du bist der stärkste Krieger, den ich je gesehen habe. In Ordnung, dies ist der Schlusskampf. Bringen wir es hinter uns. Hahaha, ein passendes Ende für jemanden, der auf dem Schlachtfeld lebte. Ich bereue gar nichts. Du bist jetzt ganz oben. Die Brücke ist direkt geradeaus. Was zum... Jutta? Was ist los? Benoit! Ich dachte, ich erspare dir einfach die Mühe und den Ärger und erlaube dem Testsubjekt, sich um sie zu kümmern. Testsubjekt? Du meinst diese Biowaffe, dieses Geschöpf in der Forschungsabteilung, stimmt's? Benoit, was zur Hölle hast du da zu suchen?
Halt die Klappe! Das hier geht dich nichts an. Ich rede jetzt mit Jutta. Also, sollen wir anfangen mit der Party? Das Schiff wurde in einen Strudel der Gewalt und des Gemetzels gesogen und alle Mannschaftsmitglieder werden sterben. Die Dante ist ein autonomes Schlachtschiff, das seine eigenen Entscheidungen treffen kann und Einsätze selbsttätig ausführt. Doch die Kontrolle der künstlichen Intelligenz war instabil, daher legte man ihr enge Fesseln an. Doch ich ergriff die Chance und ließ sie frei, auch wenn ich dazu den Mastercode ändern musste. Das war dein Ziel? Das hattest du die ganze Zeit lang vor? Ja, das stimmt. Das Gehirn des Schiffes, ein autonomes Programm, kann alle Bordsysteme übernehmen. Und das bedeutet, wer das Gehirn kontrolliert, kontrolliert die Dante. Eine Person alleine kann das schaffen. Nicht nur die Schiffssteuerung, sondern auch alle unbemannten Waffensysteme stehen unter meiner Kontrolle. Ich verstehe. Und unser Überraschungsangriff ist nur fehlgeschlagen, weil du dem Feind Informationen zugespielt hast. Eine Ablenkung war nötig, bis ich die Kontrolle über das Gehirn hatte. Gleichzeitig war es eine Übung für dich. Wovon redest du da? Es war eine Übung, um dich aufzuwecken. Warum gibst du es nicht einfach zu, Jutta? Gib zu, dass dein Leben für dich nur lebenswert ist, wenn du auf dem Schlachtfeld jemanden töten kannst. Du bist der geborene Schlechter. Ein reiner Kampforganismus. Ein geborener Schlechter. Ich... Nein, Jutta, er lügt. Hör nicht auf ihn. Du bist nicht nur so ein Kampforganismus. Schnauze! Weißt du noch, was du vorhin gesagt hast? Du meintest, ich bräuchte dir nur einen Befehl zu geben, wenn ich etwas beschützen oder bewahren wollte. Ich wette, ich weiß etwas, was du bewahren willst. Selbst wenn du es aus den Augen verloren hast, ist es trotzdem nicht verschwunden. Deine Seele ist nicht leer. Jutta, lass dich durch Benoit nicht vom Gegenteil überzeugen. Klappe! Gib endlich Ruhe und halt die Klappe! Was weißt du schon von ihm? In Ordnung, das reicht jetzt. Jutta, ich möchte, dass du mit mir kommst. Zusammen könnten wir beide die Macht der Dante benutzen, um die Welt ins heillose Chaos zu stürzen und Panik zu verbreiten. Ich behaupte nicht, von mir zu wissen, was richtig ist. Es interessiert mich nicht, wer ich bin. Aber eines ist mir ganz klar. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Und dieser Auftrag lautet, die Dante zu zerstören. Stimmt genau, Jutta. Die Verhandlungen sind damit wohl abgebrochen, was? Wie schade. Das ist wirklich eine Schande, Jutta. Ein Hologramm? In diesem Moment wirft die Dante ihre Brücke ab. Wer weiß genug, dass dies ein bemanntes Schiff war. Hör zu, es gibt eine komplette Atemnotausrüstung auf der Brücke. Du musst da jetzt raus. Verstehst du mich, Jutta? Komm hoch, schnell, Jutta! Uns ruhig ein wenig dankbar sein, Jutta. Wir haben einen riesen Umweg gemacht, um dich abzuholen. Ruhe, Tim. Man lässt niemals einen Partner zurück. Was machst du denn für ein Gesicht, Jutta? Reiß dich mal zusammen! Oh Mann, das ist zum Verrücktwerden hier drin! Überall tauchen Horden von Monstern auf und töten jeden, den sie in ihre Krallen kriegen können. Und die unbemannten Waffen an Bord haben auch angefangen, unterschiedslos auf jeden zu feuern. Ich würde mal schätzen, dass nicht mal 10% der 30.000 Besatzungsmitglieder noch am Leben sind. Michino, ich dachte, du wärst weg. Aha,
Wir wirklich? Lass mich raten. Du bist abgehauen, als die Monster den Nothangar überrannt haben. Stimmt's? Selbst wenn du es schaffst, aus dem Schiff zu entkommen, wo willst du denn hin, wenn Hornet vernichtet wird? Genau. Aber bevor das passiert, zerstören wir den Reaktor und verhindern, dass das Hauptgeschütz feuern kann. Aber sind nicht alle Wege von hier zum Reaktor abgesperrt? Oh Mann, die werden doch sofort wissen, was wir vorhaben! Ich bin sicher, wir finden einen Weg. Hä? Wir brauchen uns nur eine Abkürzung zu schaffen. Der Plan lautet, dass ich die Sicherheitssperren des Kontrollraums ausschalte. Wir sind also deine Rückendeckung! Genau. Jutta dringt in den Kontrollraum ein, alle anderen sichern die Zugänge. Was? Das soll doch wohl ein Scherz sein. Du willst mich hier wirklich schmoren lassen, ja? Der Feind wird uns aus allen Richtungen angreifen. Reiß dich zusammen! Ich kann gegen diese Biowaffen nicht lange durchhalten. Die können meinen Abwehrschild leicht durchbrechen. Lass den Feind nicht so nah rankommen. Ich verlasse mich auf dich, Jutta. Schilde sind auf 60% runter. Wir halten uns ganz gut. Schilde sind jetzt runter auf 40%. Mach hin, Jutta. Schilde auf 20%. Die halten nicht mehr lange. Ich habe den Sicherheitscode ausgeschaltet. Jutta, steuere das Hauptgeschütz vom Feuerleitstand aus. Zielerfassung. Schleuse des Backbordhangars. Hauptgeschütz. Feuer! Du musst den Reaktor zerstören, bevor sie das Fermionengeschütz abfeuern können. Das da in der Mitte ist der Fermionreaktor. Um ihn herum stehen die vier Kollisionskontrollsysteme, die die aufgeladenen Partikel beschleunigen. Wenn du alle Kollisionskontrollsysteme ausschaltest, sollte das eine Überladung hervorrufen, die den Reaktor abschaltet. Uns geht die Zeit aus. Beeil dich! Es ist hoffnungslos. Das Fermiongeschütz feuert gleich. Gute Arbeit, Jutta. Jetzt können Sie das Fermiongeschütz nicht mehr einsetzen. Verschwinde schleunigst da, bevor eine Kettenreaktion einsetzt. Dante fängt an zu beschleunigen, genau auf unseren Planeten zu! Er will Hornet mit dem Schiff rammen? Genau! Ich habe der Dante befohlen, Hornet zu vernichten. Das Gehirn des Schiffes führt diesen Befehl nur auf die rationalste und praktischste Weise aus. Es gibt nur einen Weg, das aufzuhalten. Komm, Jutta,
Komm in den Zentralraum, zum Gehirn. Lass uns die Sache zu Ende bringen, okay? Warte mal, Jutta. Es ist zu gefährlich, wenn du da alleine hingehst. Warte auf John und die anderen. Die geben dir Rückendeckung. Ihr habt genug damit zu tun, die Fähre zu bewachen. Halte mit den anderen zusammen meinen Fluchtweg offen, Henri. Außerdem ist das hier mein Kampf. Bitte, Jutta. Komm nur sein wieder zurück. Werde mich bemühen. Einrichten konntest, Jutta. In diesem Moment überbrückt die Dante langsam die letzten Meilen bis nach Hornet. Dabei erhöht sie langsam ihre Geschwindigkeit. Schließlich wird sie sich wie ein Geschoss in die Atmosphäre bohren. Diese glühende Masse von der Größe eines Kontinents runterkracht, begleitet von zahllosen Bruchstücken. Was wird das für ein wunderbarer Anblick sein? Willkommen, Jutta. Dies ist der Zentralraum, das Herz der Dante. Wenn du ihn vernichtest, wird die Dante sofort aufhören zu funktionieren. Jutta, glaubst du wirklich, du schaffst das? Benoit! Komm, es ist Zeit für unser Spiel. Mach es dir bequem. Ein bisschen Schach hin und wieder ist doch gar nicht so übel. Was, Jutta? Genau wie ich es mir dachte. Ohne den König ist das Spiel langweilig. Das ist das Schicksal von Hornet. Komm mit mir. Du bist der Einzige, der wirklich was drauf hat, mein Freund. Ist das alles, was du zu bieten hast, Kleiner? Ich bin der Einzige, der dich verstehen kann. Es ist ruhig. Wie in den Ruinen der Stadt. Erinnerst du dich noch, Jutta? Erinnerst du dich noch an den Tag vor 7 langen Jahren, an dem du als junger Krieger zum ersten Mal den Kampf auf einem echten Schlachtfeld miterlebt hast? Woher weißt du das? Ich weiß es, weil ich auch dabei war, Jutta, und jeden deiner Schritte beobachtet habe. Du musst wissen, ich war dein Kommandeur damals. Ich habe dir beigebracht, wie man kämpft. Ich habe dir beigebracht, wie man überlebt. Und ich habe dir auch beigebracht, wie man tötet.
Ich habe dir alles bei... Ich habe dir alles beigebracht, was du weißt. Du. Ach, ich habe den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Überlebe, Jutta. Dein Albtraum stirbt. Das ist gar nicht gut, Anri. Bei diesem Tempo werden wir noch... Komm schon! Worauf wartest du noch? Mensch, hör auf zu jammern! Jutta ist noch nicht zurück. Stimmt! Verdammt! Was macht er bloß noch? Anri, bitte kommen! Jutta? Der Selbstzerstörungsmechanismus der Dante wurde aktiviert. Verschwindet! Sofort! Aber was ist mit dir? Kümmere dich nicht um mich. Ich komme schon klar. Gib mir deine Position durch. Wir holen dich mit der Landefähre raus. Dazu haben wir keine Zeit. Aber... Du bist der Kommandeur des Trupps. Triff keine Entscheidungen, die deine Mannschaft in Gefahr bringen. Los jetzt! In Ordnung, Jutta. Aber bitte, komm heil zurück. Das ist ein Befehl. Verstanden. Unmittelbar nach Abschluss unserer Operation trat ich aus dem Militärdienst aus. Nachdem die Bedrohung durch die Dante vorbei war, ging ein Riesenstreit um Rechte und Interessen los. Diese Art von Militär war eine Enttäuschung für mich. Wie es den Jungs wohl gehen mag. Pass auf dich auf, Henri. Ein schönes Leben weiterhin! Tschüss. Anri hier. Bereithalten für den nächsten Einsatz. Jutta. Bitte kommen, Jutta. Bitte kommen. Ist das wirklich das Ende? In Ordnung. Ich gehe wieder raus. Die virtuelle Arena ist bereit. Willst du jetzt trainieren? Ja.